Das ist auf jeden Fall sehr ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Wow, schöner Bug wieder mal. So, in den Seitengassen, Seitentunneln waren wir ja schon. Hier ist das Wasser zum Glück auch angenehm, wegen der Geysire. Die Frage ist, was erwartet uns jetzt an unserem Schiff? I've sliced through their encryption. I'm scrambling transmissions, but it won't be long before they're restored. Hopefully it'll buy us some time. Thank you. There's stormtroopers everywhere. Ilum was our planet, Cal. Don't let them forget that. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall können wir das mal wieder uns regenerieren, weitere Fähigkeitenpunkte sammeln. Wobei wir, glaube ich, mit einem Punkt auch was kaufen könnten, wenn wir das wollten. Oh Gott, Leute. Was ist denn das jetzt? Oh oh. Got an opening. You, get up here. Engage the enemy. Woher wisst ihr das denn schon? Your odds of surviving are low. Ja, genau. Ach komm. Look back. Keep your distance on fire. Nein. Help BD. Jedi captured. Auch ein interessanter Bug. Trivial opposition. I'm not doing all the work. I can't hit him. Wieso kann ich denn... Wo ist denn... Was ist denn mit BD-1? Alter, das geht mir richtig auf den Keks. Wieso kann ich die nicht greifen? Komm, mach um. Ich stelle mich manchmal aber auch ein bisschen dümmer an. Dümmer an, genau. Dümmer an, als ich eigentlich müsste. Oh. It's all over now. They fly now. Huch. There for the finishing blow. They've broken through and called reinforcements. Every Star Destroyer in the sector is on their way here. If they get here before you do. No, we didn't come all this way to get captured. I'll be there. See her. We've got company. Tell Grease to close the Mantis. What? With the Empire on your tail? Are you crazy, kid? Trust me. We do. We'll close the ship. Ach, zwei.
wäre der zweite. Aua. Hi. Na? He shot first. Okay, wir haben keine Medpacks mehr. Wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass wir so erstmal hier heil rauskommen. Ab geht's direkt zur Mantis. Da geht die Tür schon zu. Da drüben waren wir schon. Und ich hoffe mal, dass uns jetzt nichts weiter erwartet hier. Hallo, macht bitte auf. Danke. We did. I wouldn't be here without all of you. I used to sit on Braca dreaming about storming Coruscant with survivors from the Jedi Council. Instead, the Order's hopes rest on a gambler, a fallen Jedi, and a failed Padawan. A bunch of screw-ups. You can say that again. But he's the only reliable one. He let Cordova wipe his memory so he could stay behind and guide us. But you're both willing to sacrifice everything. To keep going even when it seems impossible. Failure's a part of the journey. I get that now. Thank you. All of you. Okay, was gibt's noch zu sagen? Let's talk later, Cal. Oh. Not now, I got work to do. Natürlich. Natürlich habt ihr das. Hey, Grease. You calling me? You sure these vines are safe? They're getting pretty big. Yeah, well, they're a pain in my palms trimming them every day. But yeah, they're fine, long as I don't forget to cut them. That's reassuring. Okay. Kehre nach Dathomir zurück und berge ein Astrium aus dem Grab von Kuhjet. Ernsthaft, wir müssen nochmal dahin. Ernsthaft jetzt? Dann ist das wohl so. Dathomir, huh? It's time I faced him. Yes. You're ready to face your past. What about you and Trilla? I don't know if I'll ever be ready. You know what you need to do to start healing, and I'm so proud of you for that. I have my own path. I'm here for you if you need me. Dürfen wir uns wieder setzen? Und könnte das vielleicht schon die letzte Reise sein? Ich bin mir gerade sehr unsicher, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht dann auch wirklich... Ich glaube, auf Dathomir das große Finale? Na, wer weiß. Aber wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Fine. We'll be fine. Any bets on what horrible thing will happen this time? More dead things, giant spiders, killer plants? All of the above. Don't say that. Or maybe the Haxian brood will come and find us. Are you both still mad at me? The Grease guy? Mad isn't the word I'd use. Hey, you gotta admit though, I paid you back in thrills. How many slubs get on the Haxian Brood's most wanted list, huh? If you weren't such a good pilot, I'd hand you over myself. Better keep your skills up, Greasy. I could use some help out there if you want to join me. What? Why would I ever do that? No, 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 I'm not going out there. What do you want, Cal? Nothing. Just kidding. Well, I'm glad my fear of a painful death by zombie witches makes you a little bit more at ease. Now hurry up and let's get out of here. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr sweet. Ich liebe das. Ich liebe das, dass sie sich da doch so ein bisschen angefreundet haben, dass sie sich so gegenseitig verstehen, dass sie ganz genau wissen, was deren Vorlieben sind, was sie nicht so mögen. Das ist schon eine feine Sache. Also ich schaue nochmal ganz kurz auf den Fähigkeitenbaum. Ihr könnt jetzt auch nochmal schauen. Wir haben hier eine Fähigkeit, erhöht jeden Lichtschwertschaden. Den hätte ich ganz gern. Und ansonsten nur das hier. Ein verbesserter Magnet. Aber ich spare lieber auf die Lichtschwertbeherrschung. Mehr Damage. Das ist was, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. So, und dann schreiten wir mal nach draußen. Nach Dathomir. Ich hoffe, ein letztes Mal innerhalb dieser Story. Verändert hat sich auf jeden Fall nichts. Wir haben auf jeden Fall ein Ziel bekommen. Birg ein Astrium aus dem Grab
von Q jetzt. Und da schauen wir mal drauf. Hier sind jetzt ein paar Sachen unerkundet. Da müssen wir hin. Offenbar ist hier was unerkundet. Wie auch immer man da genau hinkommt. Können wir uns gerne anschauen. Ich würde aber ansonsten sagen, wir gehen jetzt direkt zu dieser tollen Tür, die jetzt auch verfügbar ist. Können wir nicht jetzt hier auch hochkrabbeln? Ja, Tatsache. Was bislang nicht möglich war, ist jetzt möglich. Und überall stehen jetzt die Zombie-Witches. Hi. Hallo. Ich muss mal eben hier schnell durch. Oh, nee. Ew. Ich hasse diese Spinnen. Was ist denn mit den Nachtbrüdern? Was ist denn mit denen los? Die waren doch hier sonst immer. Jetzt sind sie hier nicht mehr. Okay. I guess. Freier Fall. Wirf 25 Gegner über die Kante. War offenbar eine Herausforderung. Haben wir sehr easy gemeistert, würde ich mal behaupten. So, sind die jetzt auch schon... Alter, diese Dinger! Please! Holy Kedosi! Kurzen Prozess machen. Ich glaube, wir müssen am Ende wirklich die Witch töten. Weil das ist ja unnormal. So. Einmal schnell hier rüber. Ist jetzt die Frage, ob wir nach da rechts wollen. Um das jetzt schon zu erkunden. Oder ob wir das erst später machen. Okay. Diesen Druiden habe ich schon mal gesehen. Und zwar in Episode 7. Und ich glaube auch am Anfang dieses Spiels kann das sein. Und da habe ich schon mal die gleiche... Oh nein. Wollte mich... Alter, Alter. Oh, wir haben irgendwie einen besiegt davon. What? Just get down here. That's all. Besiege gegen Kopfgeldjäger. Haben wir geschafft. Auf etwas unkonventionellem Wege wahrscheinlich, aber egal. Hebe ich mir das jetzt auf, darüber zu gehen? Ich glaube, ich hebe mir das auf, darüber zu gehen. Das ist doch ein mega Umweg jetzt, oder? Vielleicht ist es gar nicht so ein krasser Umweg. Oh. Oh. Okay. Okay. Okay.
Jesus. Mann. Help me, BD. Bitte jetzt nicht sterben. Danke. Noch ein Hieb von ihm und wir sind drauf. Nein! Oh Mann, nein! Und wir haben nicht gespeichert. Muss ich jetzt... Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt... Oh, bitte nicht. Das kriegen wir niemals wieder so hin. Das Audio-Bock, wieso war die Audio komplett weg? Okay, Freunde, ich habe nur gesehen, dass der Ingame-Sound weg war. Ich weiß nicht so richtig, warum. Ich weiß nicht so richtig, wie lange er weg war. Ich kann mir vorstellen, bis zu dem Punkt, dass ich die Facecam wieder angemacht oder bis ich es jetzt gemerkt habe. Wir mussten wieder hierher gehen. Und ich habe zwei Kopfgeldjäger besiegt. Und ich hoffe, ich muss sie jetzt nochmal besiegen, weil ich nochmal gestorben bin. Es wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn jetzt der Sound weg wäre, aber vielleicht kriege ich den aus irgendeinem anderen Video und kann das ein bisschen untermalen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es mache. Also, falls es irgendwie jetzt ein bisschen komisch war, dann tut es mir ganz, ganz doll leid. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir tatsächlich den Kopfjäger nochmal besiegen müssen und ihr den ersten Kampf gar nicht gesehen habt. Ich weiß zumindest jetzt schon mal, was mich erwartet. Ne, sie sind weg. Verdammt. Ah, sie sind weg. Schade. Okay, ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Aber egal.